Einen schönen guten Abend, liebe Gäste im Filmmuseum Frankfurt, zur Vorführung von einem meiner liebsten Woody Allen-Filme, Hannah und ihre Schwestern aus dem Jahr 1986. Das ist sicherlich auch einer der schönsten und auch komplexesten Woody Allen-Filme, würde ich sagen. Er ist ja unglaublich produktiv, da kommt ja im Prinzip fast jedes Jahr ein Film. Ja, also manchmal wünschte man sich vielleicht, es wären ein paar weniger und dafür wären sie ein bisschen besonderer. Ja, aber dieser hier ist wirklich aus meiner Sicht ein Meisterwerk von tschechowscher Größe. Ja. Er entfaltet eine unglaublich komplexe Handlung über 2 Stunden. Es ist auch ein New York-Film von Woody Allen und auch deswegen wieder eine Liebeserklärung an die Stadt und an ihre Bewohner. Aber es ist eben auch ein Film über die Sinnsuche des Menschen in der Partnerschaft, in der Philosophie, im Leben überhaupt. Ja. Vorgetragen mit einem leichten Ton, komödiantisch natürlich, wie meist bei Woody Allen, und trotzdem aber auch mit einer zarten Schwermütigkeit, Melancholie, ja, also über die Vergeblichkeit dieses menschlichen Treibens, das es einem teilweise wirklich das Herz zerreißt. So schön ist das. Und ich habe diesen Film in der DDR damals zum ersten Mal gesehen. Er kam auch dort in die Kinos und ich bin gleich mehrfach reingegangen, weil mich das so berührt hat. Ich war damals schon an der Filmhochschule in Babelsberg und ich fand vor allen Dingen auch sehr beeindruckend, wie komplex und mit welchen Mitteln Woody Allen seine Geschichte strukturiert. Ja, also mit Off-Texten, mit Zwischentiteln, er springt in den Zeiten, erzählt mit unterschiedlichen Schwerpunkten über diese unterschiedlichen Figuren. Und das ist ein großes Sehvergnügen im Kino, finde ich, mal davon abgesehen, dass man hier wirklich auch großartigen Schauspielern bei der Arbeit zusehen kann. Allen voran finde ich Michael Caine, das Ereignis dieses Films, der da wirklich zerrissen ist in seiner Liebessehnsucht, auf der anderen Seite in seinem Festhalten an seiner bisherigen Beziehung. Auch Woody Allen, der hier ungewöhnlicherweise vielleicht nicht die Hauptrolle spielt, sondern nur eine mittelgroße Nebenrolle, hat einen wunderbaren Part als hypochondrischer Sinnsucher. Also alles in allem ist dieser Film ein großes Fest, finde ich, als Kinoereignis, als Schauspielerfilm und noch dazu eine philosophische Beschäftigung mit den Fragen nach dem Sinn des Lebens. Ja. Ganz viel Spaß damit jetzt und wirklich vergnüglich, nachdenkliche 2 Stunden mit Hannah und ihre Schwestern.